Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Conan Exile Isle of Zipter Guide. In dieser Folge geht es um Ressourcen wie zum Beispiel Eisen, Schwefel, aber auch Wüstenbären und viele andere. Manches ist auf der neuen Insel der Erweiterung anders, als du es vielleicht aus den Exile Lands erkennst. In diesem Guide werde ich dir nicht jeden einzelnen Punkt auf der Karte aufzeigen können, aber ich zeige dir, worauf du achten musst, um deine Taschen mit nützlichen Materialien zu füllen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Ansehen. Fangen wir mit Aloe an. Seit dem Patch 2.0, also der Erweiterung, wurde das Heilungssystem überarbeitet und Aloe ist jetzt noch wichtiger als zuvor. Ursprünglich von der arabischen Halbinsel stammend, hat sich die Pflanze mittlerweile auf der gesamten Welt verbreitet. Auch wenn sie im Trockenen gut zurechtkommen kann, liebt Aloe Gebiete, wo Wasser vorhanden ist. Und so ist es auch im Spiel. Aloe-Pflanzen findest du entlang der Flüsse, wo entweder einzelne Pflanzen oder aber ganze Sträucher zusammengerückt stehen und darauf warten, von dir gepflückt zu werden. An Aloe sollte es dir im Grunde im Spiel nicht mangeln. Hochlandbären sind in den Exiled Lands auf die Tundra bzw. auf das Hochland begrenzt. Auf Zipter sind die Bären dagegen fast überall, wo es saftig grün ist, anzutreffen. Man erkennt sie leicht an den roten Bären am Strauch. Hochlandbären sind auf der Insel in Hülle und Fülle vorhanden. Wüstenbären dagegen sind recht spärlich. Das ist im Gegensatz zu den Exiled Lands, wo man sie sehr leicht finden und abfarmen konnte, zweierlei Dingen zu verdanken. Erstens ist nicht jeder sandige Bereich auf der Insel Wüste. So wirst du an den Stränden nicht einen Wüstenbärenbusch finden, sondern ausschließlich in den ockerroten Bereichen, die sich zur Kartenmitte, dem Schwarzen Turm hin, zwischen den Gebirgen erstrecken. Aber das größte Problem ist, dass Funcom den Wüstenbärenbusch empfindlich verkleinert hat. Er wird, wenn du daran vorbeirennst, direkt übersehen. Lediglich genaues Hinsehen lässt dich erkennen, dass es keine übliche Vegetation ist, sondern ein Wüstenbärenstrauch. Die Bären selbst erkennt man gar nicht mehr, so klein sind sie mittlerweile. Diese sind normalerweise blau. Kommen wir zu den Erzen. Besonders wichtig ist für jeden Verbannten Eisen. Im Gegensatz zu den Exiled Lands, wo es Eisenflöze an bestimmten Bereichen in Hülle und Fülle gab, zum Beispiel am Turm des Fledermausdämons, sieht das auf der Insel ein wenig anders aus. Eisenflöze treten hier eher vereinzelt statt in rauen Mengen auf. Es kommt zwar ab und an mal vor, dass drei oder vier Flöze dicht beisammen stehen, aber dies ist eher die Ausnahme. Eisenflöze findest du hauptsächlich an den Ausläufern der Gebirgsketten. Aber vorsichtig, häufig sind Steinnasen in der Nähe anzutreffen, aber auch Berglöwen oder Luchse. Gerade im Low-Level-Bereich kann dies extrem schnell zum Tod führen. Schwefel hat sich seit den Exiled Lands sehr verändert. Früher war es lediglich ein gelber Stein bzw. ein Stalagmit. In den Bereichen, deren Name mir gerade nicht einfällt, ist aber auch vollkommen egal. Heute ähnelt ein Schwefelvorkommen ausschließlich einem Stalagmiten. Dieser ist schwarz mit dicken, gelben Adern. Du findest ihn häufig in halb ausgetrockneten Flussläufen. Problematisch ist allerdings, dass meistens Skorpione, Schlangen und anderes Getier in der Nähe sind. Ebenso gibt es aktuell ein Problem mit der Hitbox von diesen Stalagmiten, so dass nicht jeder Schlag mit der Pike Schwefel zutage fördert und du dementsprechend länger drauf einschlagen musst. Neu dagegen ist, dass es nun auch Gold- und Silberflöze im Spiel gibt. In den Exiled Lands hast du Gold meistens gefunden oder als Nebenprodukt beim Abbau von Obsidian erhalten. Dies ist nun anders und es gibt Gold- und Silberflöze. Vom Aussehen her sind sie den Eisenflözen recht ähnlich, mit dem Unterschied, dass Gold deutlich durch seine goldenen Adern hervorsticht. Silber ist dagegen dem Eisenflöz recht ähnlich. Lediglich hat es einen leicht blau-grünlichen Schimmer und das Fehlen von Rostflecken verrät, dass es sich um Silber handelt. Du findest diese Flöze oft in der Nähe von Eisenvorkommen, aber auch für sich alleine stehend.
Ebenso wie Eisen findest du diese Vorkommen häufig an den Ausläufern der Gebirge. Als letzte Ressource kommen wir auf den Kristall. Kristalle waren in den Exaltlands recht leicht zu finden. Dies hat sich nun verändert. Kristall ist immer noch ein Nebenprodukt im Spiel, das beim Abbau von Steinvorkommen und Eisenerz vorkommen kann, aber nicht muss. Aber es gibt im Spiel auch Orte, wo du gezielt Kristall suchen kannst. Der Hauptfundort von Kristallerz findest du am Tempel der Goblinoiden, südlich auf der Karte. Dieser Ort ist recht leicht auf der Karte zu finden, sieht jedoch aus wie ein Tagebau. Auf den treppenähnlichen Abstufungen findest du an schwarzes Eis erinnernde Formationen, aber es ist kein schwarzes Eis, sondern Kristall, das du mit der Spitzhacke abbauen musst. An den Flurschreinen gibt es auch Kristalle. Hier liegen sie wie kleine schwarze Kiesel um den Flurschrein herum auf dem Boden. Du musst sie lediglich aufsammeln. Das waren die normalen Vorkommen, aber es gibt auch Orte auf Sipta, wo du alle Ressourcen an einer Stelle finden kannst. An den 14 Verließen von Sipta, die über die gesamte Karte verteilt sind, findest du sowohl Eisen, Silber als Gold, normales und schwarzes Eis und Schwefelvorkommen. Das Problem ist, dass die Gegend um ein Verlies immer mit den Monstern gespickt ist, das im Verlies selbst vorkommt bzw. zu Hause ist. So zum Beispiel die Krähenmenschen. Auch an den Flurschreinen, die um die Kartenmitte im Kreis positioniert sind, findest du massig Ressourcen, aber auch Monster und Tiere, die dich angreifen und töten können. Zu guter Letzt, in der Mitte der Karte, am Schwarzen Turm, findest du viele Ressourcen, ebenso in Hülle und Fülle. Aber hier sind Dämonen und Untote zahlreich vorhanden. Wenn du das Risiko nicht scheust, lohnt sich ein Besuch immer mal wieder, um die wichtigsten Ressourcen abzufarmen. Bitte bedenke, dass sich die Standorte der Ressourcen während der Early Access Phase noch verändern können, ebenso deren Vorkommen, Größe und so weiter und so weiter. Daher kann ich dir aktuell nur in groben Zügen aufzeigen, wo du etwas finden kannst, aber nicht unbedingt musst. Eine Gesamtkarte, wo jedes Vorkommen detailliert eingezeichnet ist, wirst du dagegen hier bei mir nicht finden. Das musst du schon selbst für dich erledigen und die Karte erkunden. Und somit ist diese Folge auch schon zu Ende. Ich wünsche dir noch viel Spaß bei Conan Exiles Isle of Sipta und bis bald mal wieder auf meinem Kanal. Ciao, ciao.